Hallo und herzlich willkommen zu Mittelerde Mordor Schatten. Und wir fangen heute ein neues Let's Play an. Und das war's eigentlich auch schon. Minecraft habe ich jetzt eine lange Zeit nicht mehr aufgenommen, weil unser Internet so schwach ist. Und ich habe dann mal gedacht, ich möchte mal einmal auf der PS4 aufnehmen und dann ein bisschen Mordor Schatten, wenn es sein darf. Und ja, dann machen wir gleich meinen neuen Spielstand auf und fangen direkt an. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2.500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast, hä? So, dann zeigen wir mal dem Sohn, was wir so drauf haben. Und ich freue Du mich musst schon richtig, härter zuschlagen, um deinen Vater zu mit bezwingen. euch das aufzunehmen. Dann ist mir gar nicht zu Wort kommt. Hab Und ich genug. muss mich mal ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam. Okay, dann töten wir dich mal. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich schwätz dich auf! Wir heilen! Mir geht's gut! Okay. Nichts leichter als das. Dann sprinten wir mal ein bisschen und helfen unserem Sohn, diesen auch zu töten. Als das. Ah, und jetzt kann man so, Leute, also wenn man R2 drückt, schleicht man, also muss man die sozusagen im Schleichen ermorden. Wenn die am Boden liegen. Wenn man so sieht. Oh. Was war das? So, komm, werf mich mal weg. Oh nein. Ich konnte ihn nicht töten. Okay. Boah, das ist schwer, was ich dachte. Okay, das war anscheinend der letzte. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele.
Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Sehr romantisch. Also, wir haben Blumen für unsere Frau, wie es aussieht. Gehen wir mal gleich zu ihr. Schleichen. Auf deinem Weg begleitet. Boah, das sieht schon Hammer aus. Und wenn ich mal ehrlich bin, wenn man diesen Knopf jetzt drückt, also Viereck, würde man ein Uruk so töten. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Ach so. Unsere Frau, die wir gerade geküsst haben, war also ein Ork. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Okay. So. Jetzt weg. Ist das jetzt auch weg? Ich bin ein bisschen mutiger, weil ich das schon gespielt habe, das Spiel. Lüpfe ich erstmal. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Oh nein. Die schwarze Hand will ihn lebendig. Nimm sie mit.
glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Männer und uns. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Einen Adligen Iorite. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich auch sagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Okay, dann wollen wir mal das Teil hier erneuern. Das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerungen des Geistes frei. Aha. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei. Und du erhältst zusätzlich auch Mirian, das Lesezeichen. Drücke zum Beenden Kreis. Okay, ich springe mal hier runter. Kann mal so einen Anarchost übersehen, ne? Den Fehler kann ich beheben. Boah, das sind hässliche Orks. Dann schießen wir gleich mal. Du sollst für deine Taten leiden! Und du auch. Na komm dann. Machen wir die mal klein, die zwei, die übrig geblieben sind. So, der eine, der ist wahrscheinlich weg, der hat seine Klinge fallen lassen. Den letzten. Ah, der ist auch tot. Okay. Okay. Und ich würde mal sagen, ab dieser Stelle werde ich diese Folge beenden. Denn wir sind vermutlich schon am Ende gelangt. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bitte lasst eine kleine Bewertung da. Liked es. Gibt Kommentare drunter, was sich besser.